ersten Mai fand in Eppendorf wieder das traditionelle Maiblasen statt. Dieser alte Brauch wurde von den Haarmusikanten zur Freude der Eppendorfer Gemeinde wiederbelebt. Die erste Station des Maimarschs ist die Evangelische Akademie Siebenbürgen, die zurzeit einige Gäste aus Deutschland beherbergt. Regelmäßig bietet die EAS Programme an, die sich zum Beispiel an Jugendliche richten, die ihr freiwilliges soziales Jahr in Rumänien verbringen möchten. Erstaunt beobachten sie nun das Geschehen. Zuschauer mit Schnaps belohnt, denn schließlich brauchen sie alle frische Kräfte an diesem eher trüben 1. Mai-Morgen, wenn sie gleich durch den Ort ziehen werden. Buona di Miniazza! Eingezogen, auch wenn das Wetter heute nicht so richtig mitspielt. Bald kommt auch die Zeit, wenn die ersten Bäume Früchte tragen. Als Symbol des Frühlings und als Glücksbringer tragen die Bläser auch Maiglöckchen an Stöcke am Hut. Schönes erinnert an den Frühlingsanfang. Wie war es früher? Na, früher war, hat natürlich bei jedem Haus jemand was den Musikanten abgegeben und sie sind nur hier und da stehen geblieben, wo sie was Besonderes bekommen haben, wo sie besonders eingeladen waren. Da sind sie auch sehr früh losgegangen um 7 Uhr und bis am Abend um 7 Uhr, bis sie das ganze Dorf abgegangen haben. Was bedeutet eigentlich diese Tradition? Es ist nur gerade die Freude über das Frühjahr, über den Mai. Im Allgemeinen gibt es diese Frühlingsfeste überall, ja, das Maifest. Und in Eppendorf, seit es die Blaskapelle gibt, hat man das eben so gemacht, dass die Blaskapelle jedem gespielt hat und der Mai ist gekommen, in jeder Straße gespielt hat.
Und bei dieser Gelegenheit hat dann auch jeder Hof was gespendet und das war eine Einnahme für die Blaskapelle, denn die hat oft ehrenamtlich gespielt. Bei anderen Festen haben sie nichts kassiert. Gemeinden gewesen. Manche haben das um 7 Uhr gemacht, wie in Michelsberg oder in Probstdorf haben sie um 7 Uhr vom Berg über dem Dorf gespielt. In Eppendorf ist man schon noch früher losgegangen. Um 6 Uhr ist man losgegangen und hat vom Eppendorfer Bahnhof aus ist man dann durch die ganze Gemeinde gegangen. Das machen wir jetzt nicht mehr. Wir suchen jetzt noch die Leute auf, die uns erwarten und denen machen wir das Ständchen. Und interessant ist, dass immer mehr Nachbarn auch kommen und sich daran freuen. Dass wir diese Tradition weiterführen können. Die Neppendörfer in der Art gibt es ja nicht mehr so, aber etwa die Hälfte der jetzigen Besatzung wohnen hier in Neppendorf und wir haben das Neppendörfer Repertoire übernommen und machen das auch diese Bräuche weiter, machen den Menschen damit ein wenig Freude. Begonnen, nachdem wir uns wieder als Blasmusikformation gesammelt haben und wir haben auch neue Uniformen bekommen und wir wollten das dann auch präsentieren und
Ich denke, die Leute, wir sehen, wie viel Freude es den Leuten macht, dann machen wir ihnen das auch gerne. Einige Einwohner erinnern sich an die Tradition des Maiblasens und haben sich darauf vorbereitet. Kleine Tische wurden vor dem Tor aufgestellt. Mit der Tuba verbunden. Ich wollte eigentlich, wie ich zur Blasmusik kam, wollte ich das kleinste Instrument, weil ich vorher mit dem Cello immer in die Musikschule musste und da sagte ich, ich nehme das kleinste Instrument, das ich mir in die Brusttasche stecken kann, das ist nämlich die Piccolo-Flöte. Und womit kam ich nach Hause? Mit der Tuba. Und seither muss ich halt die Tuba blasen. Und nicht nur, Sie spielen ja auch andere Instrumente. Ja, ich habe dann auch noch die Posaune und Bassflügel haben auch geblasen, aber eigentlich die Tuba und das Helikon und das Sousaphon. Sogar also bei einem Jazzfestival, da hatte ich das Sousaphon.